Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Another Brick in the Mauer. Ich bin Whiskey for Lunch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir waren ja das letzte Mal mehr oder minder versehentlich in die roten Zahlen geschlittert, weil ich, muss ich mal ganz klar sagen, die Zahlen ein bisschen aus den Augen verloren habe bei unserem Ausbau hier. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir das irgendwie in die Reihe kriegen. Täglicher Gewinn von über 10.000, Belohnung 25.000. Okay, Problem gelöst, würde ich sagen für heute. Nein. Also das war jetzt natürlich ein Glücksfall. Verkaufsmöglichkeit Restaurant. Ja, wir haben kein Restaurant. Das müssen wir natürlich denn noch erforschen. Okay, wir waren ja mehr oder minder gerade dabei, hier unseren Blumenladen, Garten-Blumenladen aufzubauen. Und Entschuldigung, er war gerade ein bisschen verwirrt. Wir weisen das zu. Wir haben hier ein Geschäft. So. Das weisen wir zu. Dann haben wir ein Lager. Das ist das hier. Wunderbar. Dann sagen wir verwalten. Geschäft 0. Das nennen wir einfach mal, nennen wir es dann. Wir nennen das Gartenland. Erledigt. Wir haben geöffnet von 0 bis 0. Wir wollen das Lager verbinden. Okay. Wir brauchen Personal. Wir brauchen Lageristen. Da brauchen wir 1. 2. Das war jetzt Kassierer, oder? Ja, Lagerist einstellen. Brauchen wir noch einen dritten. Wunderbar. Kassierer stellen wir auch erstmal nur 3 ein. Da ich mir nicht so sicher bin, dass der Andrang in dem Geschäft so groß sein wird. Kassierer einstellen und Kassierer einstellen. Wunderbar. Gut, wir nehmen wieder unsere bekannten Schichten von 6 bis 14, von 14 bis 22 und von 22 bis in der Früh um 6. Das gleiche machen wir bei den Lageristen. Von 6 bis 14, von 14 bis 22 und von 22 bis morgens um 6. Wunderbar. Gartenland, Lager ist verbunden, Personal ist da, Produkte sind noch keine ausgewählt. Das machen wir dann auch gleich mal. So viele Möglichkeiten haben wir Gott sei Dank nicht. Wir sagen hier Gartenwerkzeuge, wir sagen hier Gartenwerkzeuge, wir sagen Erde und Dünger, wir sagen Erde und Dünger. Pflanzen und Blumen, wunderbar. Ach, da hätte ich beinahe noch das Wichtigste vergessen. Wir brauchen ja natürlich noch, na, was brauchen wir? Eine Ladezone, genau. Denn wenn wir hier natürlich, Moment mal, warum habe ich gerade keinen Ton mehr? Kann mir das jemand erklären, warum ich gerade keinen Ton habe? Moment, das muss ich jetzt schnell schauen. Sound. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Gut, und dann werden wir wohl in der Folge wohl leider erstmal ohne Ton auskommen müssen. Okay, aber man sieht jetzt hier, die ersten Lieferungen kommen schon und wir fangen dann eben halt an, uns hier einen alternativen Lagerstrang aufzubauen. Das heißt, wir werden dann einen links, einen rechts haben, wo dann die Geschäfte davon beliefert werden und ja,
wo denn sozusagen alle Geschäfte angekoppelt sind. Es irritiert mich jetzt richtig, dass ich jetzt hier gerade keinen Spielsound habe, aber ja. Gute Frage, woran das jetzt liegt. Das muss ich nach dieser Folge dann mal evaluieren, woran das jetzt genau liegt. Okay, Hauptkategorien Pflanzen und Gartenarbeit, Gartenwerkzeuge. Ja, genau. Das sieht ja gut aus. Und wir schauen mal, ob denn hier in der Früh um 6 die ersten Arbeiter aufschlagen. Ich hoffe doch sehr. Okay, da kommt der Lagerist und da kommt auch der Verkäufer. Wunderbar, der kann jetzt. Kann der da schon mal die Regale auffüllen? Warum rennt der jetzt da unten hin und nimmt nicht die Kisten von hier oben weg? Ist ja auch komisch. Wunderbar, jetzt haben wir hier Pflanzen und Blumen. Dann schauen wir mal, wann die ersten Kunden denn hier eintrudeln in dem Geschäft. Das kann natürlich jetzt ein, zwei bisschen dauern. Okay, hier haben wir einen Gewinn von 14.000. Das ist sehr schön. Gewinn von minus 2. Okay, hier haben wir einen Gewinn von 114 plus und das ist sehr schön. Da wissen wir, das läuft. Und ja. Wenn ich mir anschaue, was ich da unten für ein Lager habe, da kommt mir das hier ja geradezu mickrig vor, ja. Ja, aber das ist eben, also ich habe zum Beispiel festgestellt mit der Lagergröße, das ist unheimlich wichtig, weil wenn denn zum Beispiel mal eine Phase kommt, dass die Lieferdienste, also ne, die hier diese Kartons immer bringen, dann mal streiken, Logistik, wunderbar, die bringen jetzt mehr Kisten, bringen jetzt anstatt zwei Kisten, bringen sie vier Kisten gleichzeitig, das ist sehr schön. Und ich würde jetzt ganz gerne, Moment, Sicherheit, nicht denn jetzt ganz daneben, Restaurants. Ah, Fastfood-Restaurants, okay. Oder Tiefkühllieferanten. Nee, ich denke, wir nehmen jetzt Restaurants, weil wir dann, sage ich mal, uns auch ein schönes Fastfood-Restaurant aufbauen können, wo die Leute dann was schon abonnieren können. Das, denke ich mal, ist auch sehr zum Vorteil für die Besucherzahlen. Wobei stehen geblieben, genau, dass es eben halt vorkommen kann, dass diese Lieferdienste eben halt in Streik gehen und dann wir für eine gewisse Zeit halt keine neuen Waren mehr bekommen. Wenn wir dann natürlich nur so ein Minilager haben und da vier Geschäfte dranhängen, dann können wir uns an einer Hand ausrechnen, wie lange das dauert, bis unsere Geschäfte keine Waren mehr haben. Okay, und ich sehe gerade, ich habe mir jetzt hier ein Eigentor geschossen, weil eigentlich wollte ich die Bowlingbahn so halten, dass ich sie nach unten erweitern kann. Das habe ich mir jetzt mit dem Lager hier natürlich tunlichst verschossen. Aber eventuell, ja, müssen wir schauen. Entweder wir bauen noch eine zweite oder müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Kriegen wir denn hier noch eine Bowlingbahn hin? Nein, das kriegen wir auch nicht hin. Ah, Mist, da habe ich jetzt ehrlich gar nicht dran gedacht. Ich war jetzt so noch perplex, dass wir in der letzten Folge ins Minus gerutscht sind, dass ich da gar nicht mehr drauf geachtet habe. Ja, gut, okay. Was wir aber definitiv machen können, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wir können hier schon mal einen Verkaufscounter wegreißen. Den werden wir nicht brauchen. So. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Genauso wie es ärgerlich ist, dass diese Folge jetzt leider ohne Spielsound laufen muss. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, aber ja,
Manchmal machen die Spiele komische Sachen, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt schon echt lange und ich habe es auch schon viel gespielt, aber das ist jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass mir hier der Ton weggeknallt ist. Gut, also unser Garten-Blumengeschäft scheint ja besucht zu werden. Ja, es ist jetzt nicht höllisch hier los, aber es ist auf jeden Fall genügend. Vielleicht schaffen wir es sogar mit dem Geschäft ein bisschen ins Plus zu laufen. Müssen wir mal gucken. Die Forschung läuft auch. Gut, die Toiletten haben wir auch noch. Gut, dann müssten wir schauen, was wir hier in den Regalen haben, dass wir denn da das Lager weiter durchziehen können und dann den Markt hier nach hinten erweitern. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, weil sonst stehen wir wieder da und haben Minus und das möchten wir natürlich vermeiden. Okay, verkaufe 60 unterschiedliche Produktarten, sind wir dicht dran, habe 100 Kunden vor Ort, sind wir auch dicht dran, dann würden wir wieder eine kleine Finanzspritze kriegen. Würde mir sehr zugute tun. Okay, Moment. Sollten wir Luxuslieferant, E-Zigaretten, Zeitschriften. Nehmen wir vielleicht lieber erstmal hier die Sortimentsforschung, die uns dann, sage ich mal, die Möglichkeit geben, hier auch noch mal ein bisschen aufzurüsten. Ja, da müssen wir halt wieder aufpassen. Müssen wir denn aufpassen wegen der Finanzen? Ja, im Allgemeinen bin ich ja mal gespannt, wie es mit dem Spiel überhaupt noch weitergeht. Was ist noch so an Updates und so weiter? Also, was haben wir hier geben wird? Lebensmittelgeschäft, Spirituosengeschäft, nicht einzelne Fastfood-Restaurant. Ja, ich weiß, Fastfood-Restaurant wäre schon geil. Oh, Gewinn plus 340, sehr schön. Gewinn plus 120, sehr schön. Gewinn minus 153, nicht so schön. Was noch an Updates für das Spiel so kommen wird, soll, ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Laufenden. Ich sehe bloß eben halt immer, dass es bei Steam unheimlich viele Community-Inhalte und Erweiterungen gibt. Ich bin da aber persönlich, ja, immer ein bisschen vorsichtig oder sagen wir es mal nicht so der große Fan von. Also wenn, dann bevorzuge ich sowas als Inhalt vom Spielanbieter direkt. Also, so das Regal können wir da schon mal wegschrauben, weil das können wir, das ist normales Regal, genau. Ja, nicht wundern, also wie gesagt, ich bin da halt immer ein bisschen eigen mit so Community-Inhalten. Ich habe sowas immer lieber vom eigentlichen Anbieter. Bin da auch immer relativ skeptisch, was da so Installationen von, sag ich jetzt mal, Drittparty-Inhalten angeht. Aber ja gut, hat halt jeder seinen kleinen Spleen. Ist bei jedem ein bisschen anders. Okay, müssen wir mal schauen, wie viel würde das kosten, wenn wir das jetzt hier
zu erweitern, dann hätten wir eine Regalreihe mehr, 8000. 8000. 9000. Theoretisch. Das machen wir mal so. Das machen wir mal so und erweitern dadurch schon mal, dass wir denn hier den Lagerbereich weiterziehen können. Dass wir den Lagerbereich dann hier weiterziehen können, dass wir dann hier auf die Seite auch noch Geschäfte bauen können, die dann alle zentral von Großlegern versorgt werden. Okay, baut mal ein bisschen schneller, Jungs. So, okay, das heißt, wir können dann jetzt hier anfangen. Eins, zwei, vier. Und da tun wir dann mal vier normale Regale hin. Zwei, drei, vier. Dann können wir zwei so Tische da hinsetzen. Weil wir die halt hier wegnehmen. Okay, jetzt muss ich natürlich das Sortiment hier wieder, ne, verwalten, auswählen. So. Ach so, gehört nicht zu einem aktiven Bereich. Ja, ich hab wieder nicht dran gedacht. Ich muss ja. So. Jetzt müsste es aber gehen. Also Haushaltsgegenstände, okay, Medikamente. Dann haben wir. Was haben wir denn noch? Medienbücher und Blu-rays. Und was haben wir noch? Sportbälle, wunderbar. Dann haben wir hier Lebensmittel, frisches Obst und frisches Brot. Okay, dann sind das hier einmal, zweimal, dreimal. Viermal, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und nach halt das ganze Sortiment hier umpacken, sage ich mal, ne, was wir hier abbauen, da wieder aufbauen und so. Warum stapelt sich das jetzt hier an der einen Kasse so? Wollt ihr mich jetzt veralbern? Da sind 20.000 Kassen und an der einen stapelt sich das. Ah, ich weiß, da arbeitet die hübsche junge Verkäuferin. Ja, okay, alles klar. Das erklärt so einiges. Sollte in Zukunft darauf achten, nur noch alte und hässliche Verkäuferinnen einzustellen. Das macht das dann ein bisschen einfacher. So, Grußkarten. Schulmaterial und was fehlt noch? Okay, Rucksäcke. Ja, wunderbar. Wunderbar. Jetzt haben natürlich unsere Leute hier ordentlich zu tun, ne?
Man sieht's, die Regale sehen sehr ausgesucht und relativ leer aus. Okay, wir kriegen das noch auf die Reihe, das ist schön. Da ist auch nicht so viel los. Ja, da sieht man, sind wir denn jetzt langsam an dem Punkt, obwohl, okay, ist ja jetzt viel auch, weil jetzt hier, ne, Regale umstellen und alte ausräumen, neue einräumen und so. Aber da sind wir eben halt mit zwei Logistikexperten dann schon fast ein bisschen dünn, ne? Nichtsdestotrotz arbeiten die bis zum Umfallen und versuchen natürlich für unsere Kunden die Regale immer schön voll zu halten, geben ihr Bestes. Okay. Ja, gut. Dann sind wir an der Stelle ja heute mit einem blauen Auge davor gekommen. Ich meine, wir haben sozusagen unser Unternehmen vor der Pleite bewahrt. Ich werde tatsächlich jetzt die Folge an der Stelle schon vorzeitig beenden, weil ich kann mir vorstellen, für euch ist das wahrscheinlich auch nicht so schön ohne den Spielsound. Und oh, Zeitschriftenlieferant, wunderbar. Tun wir gleich noch E-Zigarettenlieferant hinterher schieben. Und von daher beende ich die Folge halt heute ein bisschen früher. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal entschuldigen, dass das jetzt mit dem Ton hier so blöd gelaufen ist. Ich werde das mal prüfen, woran das gelegen ist und hoffe, dass das beim nächsten Mal dann nicht wieder vorkommt. Nichtsdestotrotz sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Another Brick in the Morning, Whiskey for Lunch. Und ja, ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag, bleibt gesund und tschüss.